Hallo, ich bin Julia, ich bin 29 Jahre alt und Trainerin bei der Kompanie Himmelstänzerin. Und ich mache eigentlich fast nichts anderes außer Luftakrobatik. Ich trainiere nämlich neben Tuch auch noch Pole Dance, Aerial Hoop. Und am Boden mache ich super gern Handstand und Kontorsion. Und all die Disziplinen unterrichte ich auch. Ich mache mit den meisten davon Shows, teilweise auch Wettkämpfe. Und da bleibt mir so viel Zeit für anderes. Aber da das meine absolute Leidenschaft ist, ist das genauso, wie ich mir mein Leben vorstelle. Zum Tuch bin ich ein bisschen außergewöhnlich gekommen. Ich war zu Besuch bei einem Freund, der eine Zirkusschule hat. Und währenddessen hat er einen Anruf bekommen und mich nach einem bestimmten Termin gefragt, ob ich da Zeit hätte. Und ich habe einfach nichts ahnend mal zugesagt und hatte dann meine erste Buchung für eine Tuchshow auf einmal. Ich hatte davor schon ein bisschen das ausprobiert, aber musste jetzt anfangen, das richtig zu trainieren, damit ich auch eine gute Show machen konnte. Und ich fand es gleich total spannend. Tuch ist einfach sehr außergewöhnliche Luftakrobatikdisziplin und unterscheidet sich doch sehr von dem, was ich bisher gemacht hatte. Und obwohl ich es super spannend fand, habe ich so richtig meine Leidenschaft tatsächlich erst gefunden, als ich mit dem Unterrichten bei Eva angefangen habe, weil ich mich dann einfach viel mehr mit der Technik auseinandersetzen musste, auch nochmal die Basics alle lernen, um das einfach gut an meine Schüler weitergeben zu können. Und zusätzlich hat es mich total motiviert, dann meine Schüler einfach in der Luft zu sehen und wie die Fortschritte machen. Und da bekommt man einfach selber auch total viel Lust aufs Training und selber besser zu werden und sich weiterzuentwickeln. Und seitdem, ja, bin ich dem Tuch verfallen.